Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollte ich euch die Neuerung von der Minecraft 1.4.6 zeigen. Ich habe das Ganze mal hier veranschaulicht, damit man es besser zeigen kann, und fangen wir einfach mal direkt an. Hier haben wir einen Amboss, den gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube, das weiß jeder, was das ist. Und jetzt gibt es solche verzauberten Bücher, die findet man selten in Dungeons. Und damit kann man halt ein Schwert und ein, ja, Rüstung oder sowas kann man dann halt noch ein bisschen verzaubern. Das zeige ich jetzt einmal kurz an dieser Rüstung hier. Machen wir einfach mal ein Buch raus, legen es in den Amboss rein. Hier die Rüstung und dann hier mal das Buch. Und dann können wir hier halt was enchanten. So, legen wir es einfach mal wieder weg. Falls ihr es jetzt schon gesehen habt, es gibt auch noch eine weitere neue Funktion. Wenn man hier zum Beispiel auf ein Item geht oder auf einen Block, dann wird jetzt angezeigt, was man halt jetzt in der Hand hält. Finde ich ein nettes Feature, verschwindet auch mit der Zeit wieder und finde ich gut gemacht. So, dann ein weiteres neues Feature sind die Raketen. Die wurden jetzt halt zum Minecon halt reingemacht. Ja, man gibt halt Raketen, die nur halt knallen, und es gibt auch welche mit Effekten. Man kann sie mit beliebigen Farben, kann man sie halt craften. Dazu wird benötigt halt eine Farbe und ein Gunpowder. Die werden dann halt in dieser Form halt gecraftet. So, dann haben wir halt so eine Explosionsladung. So, wir können diese Explosionsladung oben hinlegen. Dazu brauchen wir noch Papier und unten drei Gunpowder. Und dann haben wir eine Effektrakete. Hier sieht man noch das Ganze. Man kann das auch mit einem Gunpowder machen, aber dann ist halt die Detonation halt nicht so stark wie halt mit drei. Man kann das Ganze auch nur mit einem Firework machen, also mit einem Feuerstein. Also nicht der Feuerstein, sondern es gibt einen neuen Stein. Kann man sich aber halt nur durchs Sheet nehmen. Und dann knallt das Ganze nur. So, wir machen einfach mal kurz Nacht, um das Ganze mal zu zeigen. So, ich habe jetzt hier welche in der Hand. So sieht das Ganze dann aus. Bin ich ganz nett gemacht, und dann machen wir jetzt einfach mal wieder Tag, um weitere neuen Features zu zeigen. Ja, es gibt jetzt halt Items. Vorher waren es halt nur die Blöcke, die sie jetzt auch 3D animieren, wenn sie halt auf dem Boden liegen. Das zeige ich jetzt einfach mal am Dispenser. Ups, so. Naja, gut, ich sollte nicht davor stehen. Na, ein bisschen weiter weg. Wie ihr seht, das Ganze dreht sich jetzt. Es ging halt vorher nur bei den Blöcken. Jetzt geht das Ganze auch bei den Items. So, und dann gibt es einen neuen Block. Beziehungsweise eigentlich kein neuer Block. Ja, es gibt jetzt Nether-Ziegelsteine, also Treppen hier. Kann man auch anbringen wie ganz andere Treppen, wo es schon gibt. Ja, finde ich ganz nett gemacht, wenn man halt sowas gerne bauen möchte. Was gibt es noch neu? Ja, man konnte ja vorher nichts auf einem Crafting-Table drüber platzieren. Dann öffnet sich halt immer das Crafting-Table, beziehungsweise die Box oder der Dispenser, wenn man drauf drückt. Man kann jetzt darauf was platzieren. Vorher ging es ja halt nur, wenn man hier jetzt eine Wand hatte und dann einfach hier an die Wand drauf gedrückt hat, und dann ist das Item halt oben drüber halt platziert worden. Jetzt geht das anders da. Jetzt drücken wir die Shift-Taste, also diese Duck-Taste, drücken wir und dann auf diesen Crafting-Table drauf, Rechtsklick, und schon haben wir das Item platziert. Das Ganze geht auch mit den Kisten. Shift drücken und auf der Kiste drauf platzieren. Natürlich kriegt man dann die Kiste nicht mehr auf, weil halt dieser Block halt oben drüber ist. Das Ganze können wir auch hier machen, wenn wir den Schalter hier wegmachen. So, finde ich ganz gut gemacht. Hat mich früher ein bisschen gestört, dass man halt nichts draufbauen konnte. Und ja, das sind so halt die Hauptfeatures. Ein paar Bugfixes gab es noch. Und ja, das war eigentlich die Minecraft 1.6. Ich hoffe, es hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr meine Facebook-Seite liken würdet. Der Link einmal unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Abonnieren, kommentieren, Daumen ab, und ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute.